Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 9. November 2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen jetzt im Bitcoin-Krypto-Bereich einfangen. Bitcoin mit neuen Allzeithochs. Massiver Follow-through hat noch nicht stattgefunden, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr vielversprechend. Wir hatten gestern ja ein gegen Ende des Morning Meetings, wenn ich mich recht entsinne, einen kurzen Blick auf Bitcoin geworfen, ein bullisches Szenario skizziert. Ja, wir werfen heute einen Blick drauf. Schauen mal, wie das da weitergehen könnte. Gold hangelt sich in unglaublich interessante Gefilde vor. Starke Widerstandsregion, die vor ihm steht, jetzt um 1830, 835 US-Dollar pro Feinunze. In diesem Zusammenhang heute vielleicht die Erzeugerpreise, beziehungsweise dann morgen auch die Inflationszahlen, die jetzt anstehen, im Mittelpunkt des Geschehens, die eventuellen bullischer Treiber sein könnten. Inflation, beziehungsweise Realverzinsung, hauptsächlich in diesem Zusammenhang wieder auf dem Weg. 10-Jahres-Realverzinsung in den USA auf dem Weg in Richtung oder deutlich unter minus 1%, was eigentlich grundsätzlich ein bullischer Treiber für Gold eben darstellt. Roblox gestern nachbörslich mit Zahlen, eigentlich jetzt nicht so ein super Trading Vehikel, also jedenfalls nicht für mich. In meinem Trading spielte Roblox bis jetzt keine so große Rolle, allerdings mit einem Gap von über 30% auf sehr, sehr starke Zahlen. In diesem Zusammenhang kurz unter die Allzeithochs gegappt, sogar nachbörslich, ich glaube marginal sogar drüber. Hat jetzt allerdings ein bisschen eingekehrt, in Anführungsstrichen, sieht ein bisschen einen Rücksetzer. Das heute früh von mir skizzierte Szenario innerhalb der Discord-Community mit Halten der 98 ist erstmal jetzt hinfällig, soweit sich das abzeichnet. Also ist noch sehr, sehr dünn. Wir warten mal ab, wie sich die folgenden Stunden jetzt noch in den nächsten 2, 3 Stunden hier entwickeln. Aber alles in allem könnte es durchaus sein, dass wir da vielleicht nochmal eine Attacke auf die 100 und auch höher zu sehen bekommen. Also durchaus auch ein Kandidat für neue Allzeithochs. Und ja, in dem Zusammenhang wollen wir dann gleich einen Blick eben auf diese diversen Märkte werfen. DAX weiterhin unspektakulär. Deswegen sind wir glücklich an der Stelle, dass wir eben entsprechende Märkte haben, die uns dort ein bisschen Action versprechen. AMD ist auch mal ein Blick wert. Mittlerweile geht alles in Richtung Meta oder Metaverse. Also der eine oder andere erinnert sich an die Entwicklung hier mit Facebook, die ja dort vor 1,5, 2 Wochen, glaube ich, von Mark Zuckerberg auf den Weg gebracht worden sind, dass wir jetzt unser Leben mehr oder minder in den virtuellen Bereich transferieren. Ich finde das sehr befremdlich, diesen Gedanken. Wer den Film Matrix gesehen hat, der findet da vielleicht so die ein oder andere, sieht die ein oder andere Parallele. Wie absurd die Entwicklung sind, ist mittlerweile, dass jetzt sogar anfängt, Nike, glaube ich, virtuelle Schuhe zu verkaufen. Also es sieht ganz danach aus, als wenn wirklich unser Leben in Zukunft ja, in Richtung virtuelles Leben irgendwie sich bewegt. Das kann Chancen bieten, allerdings kann das eben auch massive Risiken nach sich ziehen. In dem Zusammenhang sei allerdings auch darauf verwiesen, jetzt wird sich der ein oder andere von, okay, ist das jetzt so spektakulär? Das ist deswegen spektakulär, weil gestern eine News über den Ticker lief, die eine der besten Trading-Aktien aktuell im Markt infolgedessen hat nochmal richtig beschleunigen lassen auf der Oberseite und eventuell auch zeitnah weiteres Aufwärtspotenzial verspricht, nämlich von AMD. Im Blick auf Microsoft-Azure und eben Facebook in dem Zusammenhang. Irgendwie muss nämlich die Infrastruktur dort im Hintergrund am Laufen gehalten werden, Stichwort Microchips und dergleichen. Und da spielt AMD eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Gestern dann infolgedessen eine Beschleunigung von über 10% nochmal auf neue Allzeithochs gesehen. Das ist auch definitiv eine Aktie. So, lange Rede, kurzer Sinn, erstmal der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Infolge dieser Risiken setzt man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil auseinander, entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für ihn eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen hinsichtlich der Produktpalette von Market Science, physische Aktien, ETFs beispielsweise. Den Link zur Demo habe ich bereits in die Chatbox eben gesetzt. Sollte man nämlich für sich entscheiden, ich möchte das mal ausprobieren. Demo kostenfrei, risikofrei, kann man das ausprobieren. Und wenn man dann früher oder später eben den Schritt in Richtung Live gehen möchte, dann kann man das gerne eben entsprechend tun. Alle Informationen, wie gesagt, auf der Webseite. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, jederzeit gerne unterhalb dieses Videos in die Chatbox oder auch jetzt hier parallel im Chat entsprechend eure Fragen zu betrachtenden Märkten stellen. Ich würde mich freuen, mich mit euch austauschen zu dürfen. Gerne eine E-Mail jklatt@jk-trading.com, wenn ihr Fragen rund um die Märkte, auch darüber hinaus, Trading, relevante Inhalte, Ausbildung, Setups und dergleichen eben habt. Gerne dazu auch die Möglichkeit nutzen, über die Webseite zu gehen, jk-trading.com/forum. In der Trading-Chatbox könnt ihr euch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Gleichgesinnten und begeisterten Tradern eben austauschen und eure Gedanken eben dort diesbezüglich teilen. Gerne über Twitter auch Kontakt aufnehmen. Link zur Discord-Community stelle ich gleich ein. Wir werden in dem Zusammenhang jetzt gleich auf dann auch die heute früh schon dort bereits thematisierten Setups natürlich eingehen. Ich will aber hier ganz kurz im Hintergrund, bevor ich da jetzt hingehe, das ist die MarketsX-Handelsplattform, einmal kurz aufräumen und einmal schauen, ob hier alles gut gestreamt wird. Das schaut aber schon mal sehr vielversprechend aus.
Ja, sehr schön. Sollte sich das ändern, wie gesagt, dann lass mich das bitte gerne in der Chatbox wissen, beziehungsweise ich will an der Stelle für alle YouTuber an der Stelle einen Link hier stellen, einstellen zu Twitch. Dort gab es noch nie Schwierigkeiten. Dreimal auf Holz geklopft, hoffen wir, dass das so bleibt. Sollte es hier bei YouTube irgendwelche Schwierigkeiten geben, wechselt gerne rüber auf den Twitch-Kanal. Da habt ihr entsprechend die Möglichkeit, eben dem Morning Meeting genauso zu folgen. Also ich nutze hier so eine Split-Lösung, die eben auf YouTube und Twitch parallel streamt. Wie gesagt, gerne auch dort den Kanal abonnieren. Gleiches Prozedere, nur mit dem Unterschied eben, dass es dann über eine andere Anlaufstelle läuft, an der Stelle eben Twitch. So, also blicken wir ganz kurz auf den DAX. Wie gesagt, der ist wirklich kurz abgefrühstückt. Ja, wir sehen einen bullischen Breakout aus der Open Range hier auf der Oberseite. Wir sehen einen Intraday-Vorteil, der weiter auf der Long-Seite sich präsentiert. Es hat sich allerdings hier nichts geändert. Im Hinblick auf das, was ich schon letzte Woche zum Thema machte. Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben heute den 9. Ja, letzte Woche Montag. Ich fing, glaube ich, schon an, am Montag ein skeptisches Bild in Bezug auf das weitere Aufwärtspotenzial hier zu skizzieren. Im Hinblick auf den kommende Woche Freitag anstehenden kleinen Verfall an der Eurex. Wir haben ein erhöhtes Open Interest geschriebener Calls. Ich mache mal ganz kurz Folgendes. Bietet sich an der Stelle vielleicht an. Vielleicht hat es eine Veränderung gegeben. Ich habe sie mich jetzt nicht weiter verfolgt, aber nein, hat es nicht. Hat es nicht. Also, das ist hier von der Eurex aufbereitet auf stockstreet.de. Die ziehen die Daten von der Eurex in Bezug auf das Open Interest geschriebener Calls oder auch Puts, also in Rot die Puts eingefangen, in Blau die Calls. Und dadurch können wir eben hier einen Rückschluss darauf ziehen, wo sind Stillhalter daran interessiert, welche Kursniveaus nicht überschritten zu sehen, um nicht in die Not zu geraten, ihre dann in den Verlust laufenden Wetten abzusichern. Und in dem Zusammenhang können wir eben hier sehen, Bereich 16.050 bzw. 16.100, also hier auf der rechten Seite, Entschuldigung, rechts nicht, links. Auf der linken Seite seht ihr entsprechend die sogenannten Strike-Preise und da können wir eben zwei erhöhte blaue Balken an dieser Stelle sehen. Das heißt nicht, dass dieser Bereich nicht überwunden werden kann, aber es ist aktuell eben eine sehr gute Erklärung dafür, warum wir einen Sprung über dieses Niveau ohne entsprechenden fundamentalen Treiber nicht sehen. Denn diese Stillhalter wollen an der Stelle eben dafür Sorge tragen, dass dieser Bereich nicht überschritten wird, weil sie dann entsprechend eben hier die Optionsprämie vereinnahmen können. Ich will das vielleicht mal ganz kurz einschreiben für alle, die neu jetzt im Morning Meeting dabei sind, die davon vielleicht noch nie was gehört haben, wovon ich hier überhaupt spreche. Ganz kurz einmal zur Erklärung. Also, das, was ich jetzt hier einzeichne, das ist das Auszahlungsprofil eines Short Calls. Ja, das ist also die Position, die der Stillhalter eben hält. Und was wir in dem Zusammenhang eben in der Theorie hier sehen, ist, dass wir ein zack nach rechts unten abknickendes Auszahlungsprofil haben. Und zwar just in jenem Moment, wo eine bestimmte Schwelle überschritten wird. Und diese Schwelle bezeichnet man als Basispreis oder auch als Strike. Und schreibe ich mir hier hin, Basispreis beziehungsweise Slash Strike. Und das, was diese Stillhalter eben vereinnahmen für das Verkaufen dieser Optionen, ist eben diese Optionsprämie hier. Und dann sieht man, sobald dieser Basispreis-Strike überschritten wird, das wäre jetzt angewandt auf unser Beispiel, dieser erhöhte blaue Balken hier, das wäre eben die 16.050 bzw. 16.100er Region, dann sehen wir eben, dass dieser Ast nach rechts unten scharf abknickt. Und dann kommt etwas, also die sehen offensichtlich dann Verluste, die sich aufaddieren und summieren. Und dann müssen die entsprechenden Gegenmaßnahmen eben einleiten. Und diese Gegenmaßnahme ist einen sogenannten Hedge aufzubauen. Und diesen Hedge bauen sie auf, indem sie eine Position aufbauen, die ein entsprechend solches grün, in grün gefasstes Auszahlungsprofil hat. Und dieses Auszahlungsprofil, das erreichst du, schreibe ich auch mal ganz kurz hier hin. Wenn du den F-DAX long gehst, also das heißt oder in dem Fall ist es der F-DAX, wir konzentrieren uns ja hier auf den DAX, den zugrunde liegenden Basiswert. Also, und dann gleichst du im Grunde genommen diesen nach rechts abknickenden Ast, jeweils in dem aufzubauenden Verhältnis, abhängig von deiner Portfoliogröße, der eingegangenen Optionsposition und dergleichen, gleichst du den eben hier aus, diesen nach rechts abknickenden Short-Call-Ast und bist dann eben abgesichert. Das setzt natürlich voraus, dass es sich hier um eine sogenannte nackte Position handelt, also ein Naked Short-Call, kein sogenannter Covered Call, also das heißt, dass jetzt beispielsweise im Falle einer dann wiederum Aktienposition zum Beispiel könnte das eine Strategie sein, wonach ich zum Beispiel sage, ich habe die Aktien im Portfolio, zum Beispiel habe ich
als Mitarbeiter, langjähriger Mitarbeiter, beispielsweise bei Volkswagen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Bei Volkswagen habe ich eben einen Teil meiner Entlohnung in Form von Aktien bekommen. Und dieses Aktienportfolio habe ich eben über Jahre hinweg kontinuierlich aufgebaut. Und heute lebe ich von, in Anführungsstrichen, den Dividenden neben meiner Rente, beispielsweise Pension oder sonst dergleichen. Und dann ist es eben so, dass hier darüber hinausgehend für fortgeschrittenere Anleger, zum Beispiel in dem Zusammenhang, es interessant werden kann, um einen darüber hinausgehenden Cashflow zu generieren, Optionen auf diese bestehenden größeren Aktienpositionen eben tatsächlich zu schreiben. Und infolgedessen dann diese Optionsprämie zu vereinnahmen, aber überhaupt gar kein Problem zu haben, sollte nämlich hier dann dieser Basispreis überschritten werden, entsprechend eben bei einer Ausübung hier die Aktien rauszugeben. Also, dass ich das so detailliert beschreibe, das hat damit zu tun, dass ich früher, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, beziehungsweise in der Bank damals die Ausbildung gemacht habe, war es tatsächlich so, im Vermögensverwaltungsbereich eben mein Spezialpraktikum oder wie das damals hieß, eben mein Vertiefungsbereich, ich glaube in der Schule hieß das Wahlpflichtfach oder beziehungsweise Profilkurs dann in der Oberstufe oder in der E-Phase, glaube ich, so hieß das in der Schule. Also das war in der Ausbildung genau das Gleiche. Da konntest du dich eben vertiefen, konntest bestimmte Bereiche wählen, Immobilien oder beispielsweise Wertpapiere und dergleichen. Ich habe logischerweise Wertpapiere genommen, weil da mein Fokus eben damals schon lag. Und also wirklich einen solchen Fall, wo eben ein langjähriger Mitarbeiter und dann entsprechend eben, ich nenne mal Senior, ja, an der Stelle einfach ein großes Portfolio in einem börsengelisteten großen DAX-Unternehmen eben hatte. Es war nicht Volkswagen, es war ein anderes Unternehmen. Und dieses Unternehmen eben dann in diesem Zusammenhang hat Aktienoptionen ausgegeben, beziehungsweise nicht Optionen, sondern Aktien ausgegeben als Teil der Kompensation. Und der hat dann dagegen eben Optionen geschrieben und hat darüber hinausgehend eben einen Cashflow dann fürs Alter als Einkommensquelle eben generiert. Konnte dann, sollte dieser, wie gesagt, Basispreis überschritten werden, die entsprechend rausgeben. Diese Titel, die er vorhanden hatten, also hat er in diesem Moment im Grunde genommen, ausgehend von dem Umstand, dass rein statistisch, glaube ich, mehr als 70% dieser Optionen wertlos verfallen, entsprechend eben den Cashflow mit einem positiven Erwartungswert, den er darüber generiert hat. Und also jetzt, das ist nicht nur reine Zockerei, das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, nicht, dass man das irgendwie falsch versteht, dass hier Wetten abgeschlossen werden, dass bestimmte Kursniveaus nicht überschritten werden. Wir vereinfachen das sehr, sehr stark an dieser Stelle, denn diese erhöhten Niveaus hier in Bezug auf eben auf die Shortcalls beispielsweise, können auch Teil einer komplexen Optionsstrategie zum Beispiel sein, die ein ganz anderes Ziel verfolgt. Also beispielsweise könnte es sein, in dem Zusammenhang, dass man eben hier Volatilität im übertragenen Sinne zum Beispiel verkauft, ja, und das mit zwei Basispreisen macht und dann zum Beispiel hier auf der linken Seite ebenfalls noch einen Ast abgeht nach unten, dann hat man gleichzeitig eben Puts verkauft und würde dann eben hier, das ist dann ein Short Strangle an der Stelle, den man aufbauen würde, so würde man das bezeichnen, hätte dann an dieser Stelle eben entsprechend diesen Bereich als Optionsprämie, den man vereinnahmen würde. Also das heißt, man würde doppelt verdienen, man würde dann bei anziehender Volatilität allerdings Schwierigkeiten bekommen, weil egal in welche Richtung der Markt volatiler wird, nach unten oder nach oben, es würde dazu führen, dass wir eben potenziell hier eben diese Struktur verlassen. Jetzt könnte man das Ganze nochmal ausgleichen. Man könnte zum Beispiel hergehen und könnte dann an dieser Stelle ein Profil erstellen, was hier nach unten den Verlust begrenzen würde, beispielsweise indem man darüber hinausgehend auf einen bestimmten Basispreis dann anfängt, Calls zu kaufen, beziehungsweise hier Puts zu kaufen und hätte dann an dieser Stelle eine Struktur, die dann im übertragenen Sinne so aussehen würde, ungefähr. Also das heißt, man würde das Verlustrisiko hier nach unten begrenzen infolgedessen und man würde dem darauf spekulieren, dass sich der Markt innerhalb dieser Range entsprechend bewegt und dass er dann entsprechend darauf abzielt, diese Optionsprämie zu vereinnahmen. Also man kann beliebig komplex werden, man kann das Ganze eben hier einmal auf den Zeitwert spielen, man kann es auf die Volatilität spielen und so weiter. Optionen bieten da unglaublich viele Möglichkeiten. Was wir eben hier jetzt für unsere Zwecke machen, ist, wir vereinfachen das sehr stark und sagen einfach, wir gehen davon aus, dass es ein Short Call ist, der nackt geschrieben wurde. Eine Wette, dass ein bestimmtes Niveau nicht überschritten wird und dass wir bei Überschreiten entsprechenden Absicherungsbedarf reinkommen sehen, der dann entsprechend hier über den FDAX Long darüber hinausgehend eine Squeeze initiiert. Und so, lange Rede, kurzer Sinn, Verzeihung, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir sehen jetzt genau diese Konsolidierung eben hier auf hohem Niveau, die da eben entsprechend stattfindet. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass dieser Bereich nach oben gehalten werden kann. Sollte er gebrochen werden, kommt dieser Absicherungsbedarf eben ins Spiel. Voraussetzung, wie gesagt, das ist eben dieses Naked Short Call Writing an der Stelle. Und dann wäre eben denkbar, dass wir darüber hinausgehend eine Squeeze einleiten. Also das heißt, dass wir über 16.100 entsprechend Richtung 16.2, 16.3 in 100er Schritten einfach uns nach oben bewegen. Was wir erkennen können, das ist auch eine Möglichkeit hier tatsächlich die Optionen
in dem Fall, oder dieses Verfallstakt am Diagramm heranzuziehen, ist nach oben, sind oberhalb von 16.100 Punkten offensichtlich diese Erhebung hier auf die dann runden Level verhältnismäßig gering. Also das bedeutet etwas anders formuliert, da ergibt sich nicht ein natürlicher Widerstand zwangsläufig auf der Oberseite, sondern wir könnten wirklich dann einen relativ starken Schub eben auf der Oberseite sehen. Solange wir allerdings unterhalb halten, sollten wir davon ausgehen, dass diese Konsolidierung im derzeitigen Umfeld eben zwischen 15.9 bis 16.1 auf der Oberseite eben anhält und der DAX eben hier entsprechend auf hohem Niveau weiter seitwärts konsolidiert und eben keine großen Sprünge sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite eben entsprechend macht. So, ja, das zum DAX. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wie gesagt, Intraday-Vorteil ist auf der Long-Seite oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, Ausbruch auf der Open Range, Konsolidierung oberhalb, sowohl oberhalb des Kassa-Opens als auch oberhalb hier der oberen Open Range-Begrenzung. Wie gesagt, das ist grundsätzlich ein bullisches Signal, durch aber den Umstand, dass wir hier ein erhöhtes Open Interest auf diesem Bereich haben und den Markt ganz natürlich gedeckelt sehen. Sollten wir nicht davon ausgehen, dass wir hier einen sogenannten Follow-through nach oben sehen. Wie gesagt, wir lassen uns gerne überraschen, positiv überraschen, dahingehend, dass der Break erfolgt, denn dann, wie gesagt, kommt durch den Absicherungsbedarf weitere Nachfrage in den Markt, die auch durchaus uns noch einige Punkte tragen kann. Grundvoraussetzung dafür wahrscheinlich allerdings weitere bullische Vorgaben seitens der US-Märkte. Der S&P weiterhin ganz klar bullisch. Hier haben wir gestrigen Handel sehen können. Wir sind relativ stark schon reingekommen eigentlich, also in der Vorbörse schon bereits, haben dann tatsächlich hier oberhalb von 4.700 Punkten leichte Abschläge gesehen, die sich allerdings ganz marginal dargestellt haben. Also waren insgesamt sehr, sehr volatiler Handel. Wir sind dann in den Abend hinein nachbörslich ein bisschen korrigiert, aber sehen, dass wir jetzt von dieser kurzen Korrektur auch wieder entsprechend aufdrehen. Das bedeutet etwas konkreter formuliert aus rein technischer Perspektive, dass wir hier diese türkisfarbene Trendlinie weiter halten. Das heißt also, die Vorgaben für den S&P weiter ganz klar bullisch bleiben. Sprich, sobald wir hier eben weiteres bullisches Momentum sehen und dann vielleicht auch neue Allzeithochs markieren, also das heißt über 4.715 Punkte sind es dann aktuell eben brechen würden, könnte das eben dann auch die Initialzündung für den Run auf der Oberseite für den DAX eben sein. Was dem allerdings weiter entgegensteht, ist zum einen, wie gestern schon erwartet, schon im Morning Meeting hauptsächlich, also so zumindest das, was ich aus der Finanzberichterstattung dann am Abend entnommen habe, gelesen habe, es wurde eben diese Bullishness und dieser Run kurzzeitig eben auf die 4.700er Marke, beziehungsweise auch der kleine Close oberhalb. Also das hört sich erstmal so reißerisch irgendwie an. In Wirklichkeit war es aber relativ unspektakulär, weil wir in der Vorbörse schon sehr, sehr deutlich eben durch die europäischen Vorgaben uns entsprechend eben hier bullisch präsentieren haben können und sogar mit kleinem Abschlag dann für diesen, das kann man hier vielleicht erkennen, naja, wohl nicht so wirklich, also weil es eben der Future ist. Wenn wir den Spider uns mal ganz kurz angucken, dann werden wir sehen, das war ein kleiner roter Kerzenkörper, der sich da herauskristallisiert hat. Wo haben wir denn? SPY, SLV, da. Das ist der Spider, der nur die Kasse abbildet, der ETF. Da können wir es sehen. Also leichtes austoppende Tendenz. Wir hatten gestern ja auch dieses mögliche, diesen leicht, vielleicht ein Kippen der Stimmung suggerierenden bärischen Kerzenkörper von letzter Woche Freitag zum Thema gemacht. Ich hatte ja gesagt, überbewerten würde ich es nicht. Ähnlich gestern auch. Also das heißt, wir haben die Aufschläge hauptsächlich über Nacht gesehen und sehen dann über die Kasse nicht weiter bullisches Momentum, welches aufgenommen wird. Das ist sicherlich, also grundsätzlich, ich habe jetzt mir nicht den breiten Markt angeschaut an der Stelle, aber sicherlich dahingehend interessant, weil wir parallel dazu natürlich die Big Names, die Big Tech Names weiter bullish sehen. Also das bedeutet beispielsweise Nvidia, um jetzt einen aus dem Fangman-Kartell zu nehmen, weiter im Bereich seiner Allzeithochs oberhalb von $300. Google gestern in den Club der 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierungsunternehmen aufgenommenen, also auch bullische Vorgaben gezeigt. Sicherlich dann auf diesen kurzen Pop über die 3000er Marke leichte Abschläge, aber nichtsdestotrotz alles in allem dennoch freundlich. Wir haben Amazon beispielsweise gesehen, ja, okay, auch leicht bärische Vorgaben, aber nichtsdestotrotz, also es hält sich alles irgendwie im Rahmen. Also wir sind immer noch auf verhältnismäßig hohen Niveaus konsolidierend. Also um das mal etwas anders vielleicht zusammenzufassen, einen Augenblick, wir machen kurz Folgendes. Wir gehen mal kurz auf Twitter hier bei Holger Czepitz und nehmen mal kurz eine Grafik, die er gestern eingestellt hat im Hinblick auf die Marktkapitalisierung dieser Big Tech Names. Ist der das? Na Moment, ich guck mal hier. Bitcoin, da kommen wir gleich zu. Trade Balance, hier. Und zwar Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia.
oberhalb von 10 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Also das heißt, da sehen wir zwar leichten Top-out irgendwie gegen diesen Bereich, aber immer noch unfassbar stark, ehrlich gesagt. Also das bedeutet etwas konkreter gefasst, dass eben wir hier in diesem Bereich die Big Tech Names im Grunde genommen sich weiter stabil präsentieren, auf hohem Niveau vorfinden und infolgedessen eben dann man vielleicht sicherlich die Frage aufbringen könnte, dass man sagt, naja, ist der breite Markt eventuell doch ein bisschen schwach? Also das bedeutet, wird das eventuell von wenigen Namen hier getragen, diese Bullishness im Markt, und sobald denen im übertragenen Sinne die Luft ausgeht, gibt es dann vielleicht auch einen stärkeren Schub auf der Unterseite. Das ist ein valides Argument, aber bis es da ein ganz konkretes Signal gibt, welches wir finden würden im S&P dann an der Stelle mit Bruch eben dieser Trendlinie, beziehungsweise übergeordnet vielleicht sogar mit erstem Bruch eigentlich auch zurück unter 4.600 Punkte, also diese orangefarbene Trendlinie, was dann vielleicht eine tiefere Korrektur nach sich ziehen könnte, ehe wir solch ein klares Signal nicht geliefert bekommen, sollten wir im Hinblick eben weiter auf die Märkte eher Aufstiege erwarten und eher nach der Devise verfahren, sobald ein Dip kommt, buy the dip, beziehungsweise eher davon ausgehen, dass sich dieses kurzzeitig oder ganz deutlich ausmachende bullische Momentum weiter fortsetzt. Wie gesagt, da kommen auch noch andere Aspekte zum Tragen an der Stelle, beispielsweise eben das saisonale günstige Fenster, in dem sich eben Equities grundsätzlich bewegen. Und demnach wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit Short-Engagements. Auch wenn ich die Skepsis verstehen kann. Also das steht außer Frage. Es türmen sich diverse Gründe auf, warum man sehr, 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 sehr zweifelhaft sein sollte. Ein Trigger heute könnte geliefert werden durch diese Erzeugerpreise, die potenziellen Indikation, so ja, sehr gut sogar, eine sehr gute Indikation in Bezug auf die morgen anstehenden Inflationszahlen aus den USA eben bieten. Also, das sind die Erzeugerpreise, die seit nunmehr Beginn des Jahres eigentlich beginnen, fortwährend hier auf Druck aufzubauen. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, dass einfach logischerweise durch die Engpässe, Querstrich Lieferangebotskettenunterbrechungen, also in Englischsprachen spricht man von Supply Chain Disruptions, dass diese eben dazu führen, dass eben das für Erzeuger nicht nur schwieriger, sondern auch vor allem teurer wird, entsprechende Güter zu produzieren, infolge eben dieser Unterbrechung der Lieferketten, und das eben dazu dann führt, dass sich entsprechend der Preisdruck aufhöht, auch für den Endverbraucher logischerweise, denn die Erzeuger, die werden infolge der jetzt hier gestiegenen Kosten, und zwar nicht nur aus dem Supply Chain Bereich, sondern auch ausgehend zum Beispiel von dem Umstand, dass die Leute zurück in die Arbeit drängen oder auch nicht zurück in die Arbeit drängen. Also sie haben zwar Jobvakanzen, die Produzenten oder Erzeuger, die Arbeitgeber an der Stelle, aber nichtsdestotrotz können sie diese Stellen nicht bedienen oder beziehungsweise besetzen, weil entweder qualifizierte Arbeitskräfte fehlen und oder weil die Leute sagen, ich kriege genauso viel Geld oder besseres Geld sogar, wenn ich zu Hause bleibe, besseres Geld dafür, dass ich eben im Grunde genommen irgendwelche Staatshilfen nehme, Ausgleich oder sonst dergleichen begünstigt durch eben die Corona-Pandemie. Und das führt dazu, dass diese Arbeitgeber logischerweise, Erzeuger an der Stelle, eben mehr Lohn zahlen müssen. Das heißt also, das haben wir auch schon im Hinblick auf die Non-Farm Payrolls gesehen. Ich will da mal ganz kurz nochmal drauf gehen. Einen Moment, Labor, hier haben wir es. Das war auch ein Verweis innerhalb hier dieses Job Reports von letzter Woche Freitag. Und zwar, zack, das war gleich der erste Satz. US Economy added 531k Jobs in Oktober. Also im Oktober 531.000 neue Jobs geschaffen, ex-Agrar. Das ist der höchste Print innerhalb der letzten 3 Monate gewesen und oberhalb auch dessen, was erwartet wurde, mit 450.000 neu geschaffenen Stellen. As Covid-19 Cases dropped, also im Zusammenhang mit fallenden Covid-19-Fällen. Ich muss ehrlich gestehen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was damit gesagt werden soll, warum jetzt ausgerechnet fallende Covid-Fälle dazu führen, dass mehr Jobs geschaffen werden. Aber okay, fair enough. And employees, und das ist das, um was es mir hauptsächlich geht. And employees offered higher wages and more flexible hours. Also ganz besonders, employees offered higher employers, nicht employees, employers. Also Arbeitgeber haben höhere Löhne angeboten und auch flexiblere Arbeitsstunden. Also das heißt, man macht hier schon Zugeständnis. Man sagt, sag mir mal, was du dir vorgestellt hast, und sag mal, wie du dir vorgestellt hast zu arbeiten. Ich meine, das ist natürlich schwierig, ne, wenn man Kinder zu Hause hat und dergleichen. Und dann würdest du nicht trotzdem in irgendeiner, also das heißt etwas anders formuliert, derzeit sind eben Arbeitgeber in der Not, in Anführungsstrichen, wirklich nicht nur gute Arbeitskräfte zu finden, sondern ergänzend dazu eben dann auch, müssen darüber hinausgehend Angebote machen, die man dann im Grunde genommen unter anderen Bedingungen, wenn eben ein Überangebot an Arbeitskräften gäbe, eben nicht machen müsste. So.
Und logischerweise geht ein Arbeitgeber her und sagt dann, okay, aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir trotzdem unser Geld verdienen, beziehungsweise dass wir für dieses wirtschaftliche Risiko, was wir hier eingehen, kompensiert werden. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wir müssen das entsprechend auf die Preise aufschlagen, neben den sowieso schon gestiegenen Kosten im Hinblick auf zum Beispiel die von uns zu verarbeitenden Rohstoffe. Logischerweise baut das eben entsprechend hier nicht nur die Kosten für die Erzeuger auf, sondern kontinuierlich sorgt das auch dafür, dass eben die Endverbraucher höhere Preise zahlen, also die Inflation beginnt sich zu beschleunigen. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt nur zwecks Einführung. Um was geht's? Es geht darum, dass wenn dieser Print jetzt hier sich weiter beschleunigt und die Erwartung liegt wieder oberhalb dessen, was im Vormonat geprintet wurde, also hier bei 8,7% aktuell gegen 8,6% im Vormonat, wenn wir dort eben einen Sprung über dann 9% zu sehen bekämen, was jetzt sehr dramatisch wäre, aber durchaus im Bereich des Möglichen, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen in dem Zusammenhang, dann sorgt das eben mit Sicherheit dafür, dass sich beginnen Inflationssorgen aufzutürmen in dem Zusammenhang, die sich dann widerspiegeln werden in den morgen zu veröffentlichen Inflationszahlen. So, da gehen wir auch mal ganz kurz drauf. Inflation Rate ist es hier. Konsolidiert jetzt seit nunmehr 4 Monaten auf 5,4%. Mit solch einem Erzeugerpreisprint deutlich oberhalb dessen, was erwartet wird, mit 8,7%, würde das wahrscheinlich dann auch hierzu führen, dass wir erwarten dürften. So würde ich es erstmal formulieren. Mal schauen, ob der Print dann auch sich oberhalb präsentiert. Aber wir sehen schon, der Konsens, der liegt bei 5,8%. Also durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir hier tatsächlich einen Print zu sehen bekommen, der sogar oberhalb von 6% liegt. Und genau da kommt nämlich jetzt dann die Entwicklung für den Markt eben hier zum Tragen. Solch eine Entwicklung im Inflationsbereich sorgt natürlich nicht nur dafür, dass die Realverzinsung negativer wird, da kommen wir dann nämlich auf Gold zu sprechen, sondern sorgt auch dafür, dass wir nach der jüngsten Korrektur, ich will das mal ganz kurz hier in meinem Chart zeigen, nach der jüngsten überraschenden Korrektur, hier mit fallenden Zinsen eventuell wieder einen deutlichen Push zurück über 1,5% zu sehen bekommen. Und auch wenn das in der jüngeren Vergangenheit jetzt nicht dazu geführt hat, dass sich in irgendeiner Form Abgabedruck in Equities aufgebaut hat, so sollte man nicht unterschätzen, dass wir jetzt allerdings nochmal deutlich aggressiver auf der Oberseite gelaufen sind. Was bedeutet, ein kurzer Spike, auch wenn er fundamental keine Auswirkungen hätte und in dem Zusammenhang nichts am übergeordneten weiter bullischen Bild infolge der Liquiditätsschwemme seitens besonders der FED oder der Notenbanken generell nach sich zieht, so sorgt ein Pop hier in den Zinsen kurzfristig eventuell kurz für einen Rücksetzer. Und deswegen könnte das durchaus heute um 14.30 Uhr ein bisschen brisanter werden und sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass wir doch recht steil mittlerweile gelaufen sind. Und ja, also das ist durchaus eine Option. Wie gesagt, im Mittelpunkt des Geschehens liegen wahrscheinlich so die Tiefs von heute früh dann. Das ist so der Bereich 4,680. 4,96 beziehungsweise, ja, 4,680. Also das sind so die Niveaus hier von letzter Woche Freitag mit deren Unterschreiten. Weiterer Abgabedruck und dann Ziel unserer Aufwärtstrendlinie hier, 4.600 Punkte vielleicht freigesetzt werden könnte, dass es mal eine kurze Korrektur gibt, dass wir auch so größtenteils dann einknicken oder einhakend in diese Buy the Rumor, Sell the Facts Infrastructure Bill Geschichte, von der wir ja auch sprachen. Also das heißt, dieses Infrastrukturpaket, Konjunkturpaket, was eben jetzt seitens der Biden-Administration auf den Weg gebracht worden ist, worauf man sich hat einigen können, dass das eventuell eben ein Haupttreiber vielleicht auch für diese jüngste Rallye war seit Mitte Oktober und dass wir eben jetzt, nachdem das eine gemachte Sache ist, eben eine kurzzeitige Korrektur zu sehen bekommen. So, also alles in allem bleibt der Ausblick bullisch, aber wir sollten so ein bisschen sensibler werden. Wie gesagt, Erzeugerpreise 14.30 könnten da so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, durchaus interessant und sollte auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten werden. Dann werfen wir einen Blick einmal hier auf diese Plays, die ich schon heute früh hier zum Thema gemacht habe. Stichwort Roblox, Stichwort. Ich mache mal ganz kurz hier, bevor ich den rüberziehe, schon mal Roblox auf. So, das ist der Gaming-Anbieter und dann haben wir noch PayPal. So, mit Roblox fangen wir an. Peloton kommen wir dann auch gleich zu sprechen. Das sind so drei Titel, beziehungsweise wie gesagt auch AMD. Wir arbeiten uns der Reihe nach vor. Also, ich mache mal ganz kurz hier erstmal den Link, stelle ich einmal in die Chatbox. Und zwar hier Discord. Und dann gehen wir einmal zack. So, also, da findet man, wie gesagt, diese Gameplans, die Gedanken, die ich jetzt hier nochmal präsentiere. Earnings gestern, also die drei Titel. Vier Titel sind es. Roblox, Peloton, PayPal und AMD.
Das sind die vier Titel, zu denen sich heute hier entsprechende Plays finden, beziehungsweise ein paar Gedanken ausgehend, wovon man eventuell dann Gedanken für sein Trading, für das Intraday-Trading im Equities-Bereich formulieren kann. Also, Revenue, Roblox, besser als erwartet, leicht über der Erwartung. Gewinn pro Aktie leicht negativ, aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen besser. Was interessant war in dem Zusammenhang war, dass man 47,3 Millionen durchschnittlich täglich aktive Nutzer eben verzeichnet hat im dritten Quartal. Das ist jetzt erneut stärker gewesen, also rund 10% fester die Zahl oder besser die Zahl, aktivere User als noch im Vorquartal. Und das ist das Interessante, wir haben in dem Zusammenhang eben erneut einen Print gesehen mit auf Jahressicht betrachtet eben einer Steigerung von 100%. Also die Nachfrage nach Roblox, nach diesem, der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, was das ist. Ich wusste das bis vor ziemlich genau einem Jahr, beziehungsweise bis kurz bevor die Aktie da oder das Unternehmen an die Börse gegangen ist, wusste ich selber nicht, was das ist. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch meine Schwägerin. die in dem Zusammenhang erwähnte, dass das wohl der totale Hype unter jungen Menschen sein soll. Also, mal ganz kurz hier, es gibt einen deutschen Artikel auch dazu. Das ist so eine, Roblox, das ist eine Online-Spiele-Plattform, auf der Nutzer eigene Computerspiele erschaffen und mit anderen Nutzern eben entsprechend spielen können. Also, potenzielles süchtig machendes Etwas sorgt eben dafür, dass hier ein riesen Run eben tatsächlich stattfindet, vor allem vor dem Hintergrund natürlich der jüngsten Entwicklung auch, Stichwort Metaverse. Also wir sollten das nicht unterschätzen, dass sämtliche Entwicklungen, die jetzt mehr und mehr in diesen digitalen Bereich gehen, das Leben aus der physischen Welt in den digitalen Bereich zu transferieren, wie auch immer wir daraus dazu stehen. Also ich persönlich bin da sehr, 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 sehr skeptisch, bin da sehr konservativ, was das angeht, aber das ist offensichtlich gerade ein Run, der hier stattfindet, jetzt nochmal befeuert durch die entsprechenden Äußerungen auch von Mark Zuckerberg, der eben dann dazu führt, dass beispielsweise Nike E-Schuhe verkauft. Jetzt mal überlege sich das mal. Also virtuelle Schuhe verkauft. Okay, ja, man kann offensichtlich damit Geld verdienen. Aber Roblox findet eben dann auch in diesem Bereich natürlich durch die entsprechenden, ja, wahrscheinlich dann entsprechenden Utensilien, die man da benötigt, um solche, weiß ich nicht, Spiele zu bauen oder sonst dergleichen, findet da eine entsprechende Nachfrage in diesem Bereich, verstärkte Nachfrage. Und genau das sorgt eben dafür, dass die Aktie dann nachbörslich einen richtigen Push auf der Oberseite gesehen hat. Wir wollen mal ganz kurz hier also einen Blick werfen. Unternehmen ist dieses Jahr im März an die Börse gegangen. Und hat seitdem, also nachdem es hier eine kurze Konsolidierung gab, das war ein relativ unspektakulärer Börsengang eigentlich, gab es einen relativ starken Schub auf 104 Dollar roundabout ungefähr, ja, 104, 105 ungefähr in dem Bereich. Und von dort haben wir eine Korrektur jetzt gesehen, verzeichnet. Also alles in allem eigentlich relativ unspektakulär. Aber dieser Print heute oder gestern nachbörslich hat eben einiges an Dynamik befeuert und hat eben dazu geführt, und dazu gehen wir mal ganz kurz hier in den vorbörslichen Handel bei mir, hat dazu geführt, da sehen wir es schon da oben, dass wir jetzt um 93 Dollar aktuell in der Vorbörse handeln. Allerdings, und das ist genau der Punkt, und da wird es jetzt interessant, allerdings deutlich unterhalb dessen, was heute früh sich hier herauskristallisiert hat. Nach Börse sind wir nämlich, da können wir es nämlich sehen, über 30% zeitweise im Bereich der Allzeithochs vorgestoßen. Dann die Konsolidierung, und aus dieser Konsolidierung habe ich die 98 abgeleitet. Jetzt sind wir da drunter gedroppt. Also jetzt wird es dahingehend interessant, dass wir diesen Plan, den ich heute früh hier ausgehend von diesem Bild skizziert habe, natürlich adaptieren muss. Die 98, die ist jetzt so ein bisschen so ein Key-Level auf der Oberseite, mit dessen Rückeroberung dann nochmal der Lauf in Richtung Allzeithochs deutlich oder möglich wird. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind jetzt näher rangerückt an den Two-Day-Rewap hier um 88. Also nicht auszuschließen, dass wir eventuell zur Markteröffnung nochmal einen kurzen Flush hier zu sehen bekommen. Und da dann in dem Fall ist es wahrscheinlich so ungefähr die 91er-Region. Und sobald wir unter die 91 droppen würden, wäre nochmal denkbar, dass wir den 88er-Bereich anlaufen. Aber das ist dann wiederum eine Region, die ich recht interessant finde, aus trading-technischer Perspektive, die ich mir long vorstellen könnte, mit dem Ziel, dass es hier, wie gesagt, im Lauf vielleicht sogar Richtung 98 in den kommenden Tagen mindestens kommt. Es kommt so ein bisschen jetzt der Punkt. Also eigentlich ist das keine so stark volatile Aktie. Das bedeutet also etwas anders formuliert, die ATR in dem Titel hier, die beträgt roundabout ungefähr 3,50 Dollar. 3,48 Dollar habe ich jetzt gerade hier im Hintergrund in meinem Gameplan schon gesehen. Also 3,48, das bedeutet eigentlich erwartest du nicht unbedingt eine Handelsspanne von 10 Dollar für den Tag.
Aber nichtsdestotrotz könnte das mit, wenn wir hier gegen die 88 uns stabilisieren könnten, sofern es überhaupt solch ein Flush gibt, vielleicht halten wir uns auch kontinuierlich oberhalb der 91, was dann nochmal ein zusätzlich bullisches Signal vielleicht sogar wäre, was die Allzeithochs im Mittelpunkt des Geschehens rückt. Aber das wäre auf jeden Fall für die kommenden Tage eventuell ein ganz interessantes Play in Erwartung, dass es zu einem Run in Richtung eben nochmal dieser Allzeithochs und vielleicht sogar einem Bruch entsprechend höher kommt. Stichwort, wie gesagt, Digitalisierung und von diesem Hype eben entsprechend zu profitieren. Also die Earnings sind auf jeden Fall vielversprechend und demnach ist die Aktie für heute auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat, eben von der Long-Seite, sofern, wie gesagt, eben die 88 besonders auf der Unterseite halten könnte. Die 98, die ich jetzt erstmal in der Discord-Community geschrieben habe, die ist erstmal hinfällig durch eben jetzt die in Anführungsstrichen schwache Eröffnung in der Nachbörse. Vorbörse, Verzeihung, in der Vorbörse. Zweiter Kandidat für ein interessantes Play heute, PayPal. PayPal hat gestern, naja, also es sind solide Zahlen gewesen, unter der Erwartung leicht unterhalb geguidet, sagt man. Also das bedeutet, wir haben hier 309,91 Milliarden Revenue, also Total Payment Volume ist es, Verzeihung, eben bei 313,66 erwartet gesehen, also etwas unterhalb der Erwartung. Sees Full Year Revenue, also den vollständigen Umsatz für das Jahr zwischen 25,3 bis 25,4 Milliarden. Erwartet wurde es ein bisschen höher. Also das heißt an der Stelle, man hat dort eigentlich enttäuscht. Nichtsdestotrotz gab es initial eine bullische Entwicklung, weil man nämlich hier eine Kooperation mit Amazon verkündet hat. Und zwar to enable US customers pay with Venmo. Also was auch immer Venmo ist, das wird wahrscheinlich irgendeine digitale Währung oder sonst dergleichen sein. Venmo. Mobile Payment Service owned by PayPal. Ja, also das ist eine Zahlungsdienstleistung von PayPal an der Stelle, die eben hier in dem Zusammenhang in Kooperation mit Amazon jetzt forciert werden soll. Und das sorgt eben initial dafür jedenfalls, dass wir in PayPal einen kurzen Pop auf der Oberseite gesehen haben. Den haben wir allerdings nicht halten können. Also wir sahen hier zunächst den Push auf der Oberseite, 3%. Ich habe das auch bei mir gestern in Twitter, hatte ich das eingefangen. Ich will es mal hier kurz zeigen. Nee, okay. Nee. Okay, dann lassen wir es. Ich hatte das gestern nämlich zunächst bullish und habe das heute Morgen dann nochmal geupdatet. Hatte heute Morgen nochmal geschrieben, dass das eventuell, nee, nicht eventuell, sondern dass diese Aufschläge haben nicht gehalten werden können. Und wir sind dann eben hier, man kann es sehen, zeitweise unter 220 gerutscht und jetzt handeln wir in diesem Bereich tatsächlich. Wir können zunächst einmal hier die 220 jetzt halten. Und ich habe es heute früh dann auch in der Discord-Community hier geschrieben. Schreibt dort, sollten wir zur Eröffnung einen Pop sehen? Also diesen Pop, der zeichnet sich jetzt vielleicht ab gegen die 220, darüber muss es eigentlich stehen, darüber gegen die gestrigen Tiefs um 224, 225 ungefähr. Das ist die Ausbruchregion, eben überrollen. Dann könnte nochmal dieser vorbörsliche Bereich, hier kann man das gehen, das ist diese Region hier. Da auf der Oberseite 224, 225. Sollten wir gegen die überrollen? Auch sollten wir jetzt zurück unter die 220 droppen? Das könnte man vielleicht sogar jetzt, ausgehend von dem Umstand, dass dort der volumengewichtete Durchschnittspreis handelt, vielleicht sogar als so eine Art Inflection ausmachen. Sollten wir da drunter rutschen, dann ist denkbar, dass wir nochmal Richtung 215, vielleicht sogar darunter Richtung 210 eben verkauft werden, also dass sich weiterer Abgabedruck eben aufbaut, weil alles in allem eben diese Zahlen doch verhältnismäßig durchwachsen eben daherkommen. Also das ist auch durchaus ein Kandidat. Ich würde es allerdings abhängig machen vom vorbörslich gehandelten Volumen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Roblox wesentlich interessanter ist, dass hier das vorbörsliche Volumen um ein Vielfaches höher liegen dürfte, relativ zum durchschnittlich gehandelten Volumen, als das, was wir in PayPal zu sehen bekommen. Also PayPal nur so ein, in Anführungsstrichen, Nebenkandidat, so ein Nebenschauplatz. Und dann ist noch ein anderer Titel von Interesse, nämlich Peloton. Peloton ist jetzt in der Vorbörse nicht ganz so aktiv. Das ist wichtig zu berücksichtigen. Das ist auch nur so ein Nebenschauplatz, also Hauptfokus wirklich auf Roblox. Wir haben nämlich in dem Zusammenhang gestern einen kurzen Flushout hier auf der Unterseite gesehen, konnten dann allerdings den Bereich um 49 halten, beziehungsweise haben oberhalb von 50 schließen können. Ich hatte für gestern grundsätzlich ein bärisches Bild für Peloton gezeichnet gehabt. Und zwar hier. Da, wie im Morning Meeting skizziert, Inflection 55 unterhalb, unter der wir da bereits auch im Morning Meeting ja gehandelt hatten, das hatten wir zum Thema, bärisches Signal an dem Zusammenhang. Und dann könnte eben sein, dass wir, Moment, habe ich es geschrieben hier? Rollen wir über, ist hier Short mit Ziel 53 und tiefer, eine Option, ja, da steht's. Short tiefer mit 53. Ich bin tatsächlich noch nicht so weit gegangen, dass ich an der Stelle eben von der 50 geschrieben habe, aber es ist tatsächlich so gewesen, wir sind im Bereich um 50 reingekommen in den Tag, also 53, Verzeihung. Also das heißt hier,
Ja, leicht oberhalb tatsächlich, rollten dann aber relativ zügig über und sind dann innerhalb der ersten 10 Handelsminuten eben unter die vorbörslichen Tiefs hier um 53 gefallen. Das war ein klar bärisches Signal und wir haben dann ein weiteres Abwärtsmomentum aufgenommen, was uns sogar, wie gesagt, in Richtung 50 und untergeführt hat. Nur, jetzt kommt's, wir sind eben auch unglaublich überdehnt jetzt auf der Unterseite. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Wir sind reingekommen hier. Oder beziehungsweise die Earnings, bevor die veröffentlicht worden sind und wo dann diese schwache Guidance dafür gesorgt hat, dass wir dieses scharfe Gap am Freitag gesehen haben und auch mit dem weiteren Abgabedruck. Der Schlusskurs hier, der lag bei über 80 Dollar, also bei 85 Dollar. Wir haben also jetzt innerhalb von 2 Handelstagen am Freitag und am Montag gestern Abschläge in der Größenordnung von 40% jetzt zu sehen bekommen. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil wir dürfen nicht vergessen, dass Peloton. Hier habe ich das mal bei Finviz vorbereitet, dass Peloton eine Institutional Ownership immer noch hat. Also aus diesen Zahlen, ich gehe mal davon aus, sie wird jetzt leicht niedriger sein, aber die liegt bei hier laut diesen Zahlen über 80%. Und jetzt haben wir eben diese schwache Guidance und das sorgt dafür, dass eben Abgabedruck, das hatten wir gestern das gleiche Argument, sich natürlich aufbaut. Nur muss man natürlich jetzt berücksichtigen, institutionelle Marktteilnehmer, die verkaufen natürlich nicht zu jedem Preis ihre Position, die sie vielleicht aufgebaut haben. Das heißt also etwas anders formuliert, wenn jetzt dieser Gedanke Wirkungsbereich eine Rolle spielt, dann auf jeden Fall dahingehend, dass hier mit zunehmender Extension auf der Unterseite der Verkaufsdruck ganz natürlich abnimmt, weil Institutionelle sagen, ja, wir wollen die zwar loswerden, die Aktie, aber nicht 40% unter den Schlusskursen am Pre-Earnings. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass früher oder später wahrscheinlich eine sehr scharfe Gegenbewegung anstehen könnte für Peloton. Das Gleiche gilt in ähnlicher Form, wenn auch nicht ganz so ausgehend von der institutionellen Beteiligung für Moderna zum Beispiel. Aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das führt dann auch dazu, dass ich hier in diesem Zusammenhang, so jetzt fahren wir wieder nach unten, für Peloton eben schreibe, sollten wir es jetzt hier schaffen, oberhalb von 51,50, vielleicht 52 uns zu halten, uns zu stabilisieren, dann ist wirklich ein Bounce bis in die Mid, vielleicht sogar Higher 50s denkbar, also Mitte 50, 55, vielleicht sogar höher denkbar mit entsprechenden Zwischenzielen, wo man dann 53, 54 als Ziele und aus chancenrisikoverhältnistechnischer Sicht eventuell attraktive Szenarien vor sich formulieren kann. Also sprich, wir können das mal ganz kurz hier nochmal einfangen. Sollte das gelingen, diesen Bereich hier, der sich gestern in dieser Gegenbewegung herauskristallisiert hat, zu halten, beziehungsweise etwas runtergefasst, die 52, sollten wir über den laufen und uns hier stabilisieren können. Eventuell, ich würde vielleicht sagen, so nach 16 Uhr. Das ist dann ungefähr so nach der Preisfindungsphase zur Markteröffnung, 15:30 Uhr. Sollten wir es dann in diesem Zusammenhang da halten können, dann könnte das vielleicht der Beginn für eine etwas ausgeprägte Korrektur zurück in Richtung 55, vielleicht sogar höher sein. Das könnte chancenrisikoverhältnistechnisch ein ganz interessanter Kandidat sein, begünstigt eben durch den Umstand, dass die Institutional Ownership dazu beiträgt, dass man eben auf diesen Niveaus nicht weiter beginnt, jetzt aggressiv abzuladen, sondern eher hofft, dass es zu einem Bounce kommt, gegen den oder in dem man dann hineinshorten kann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wo man dann eben Positionen reduzieren kann, sofern das eben gewünscht ist. Das heißt aber auch auf der Kehrseite, dass wir uns nicht schon auf der Seite fertig betrachten sollten. Also solch ein Bounce, der könnte durchaus stattfinden und dann könnte es durchaus früher oder später sein, dass wir erneut überrollen und dann entsprechend nochmal ein Leck in Richtung 50, vielleicht sogar darunter zu sehen bekommen, der nächste stärkere Verkauf sich eben dann abzeichnet. Ja, das ist also auf jeden Fall auch noch ein Kandidat, der sehr interessant ist und dann blicken wir mal ganz kurz hier auf AMD. Der nächste vertikale Kandidat an der Stelle, nach dem Bruch auf neue Allzeithochs. Und gestern haben wir auch einen fundamentalen Trigger in dem Zusammenhang hier gefunden. Ist natürlich jetzt extrem steil gelaufen und eine Korrekturbewegung zeichnet sich eventuell früher oder später ab. Ich würde mal sagen, so 144 hatte ich in der Discord-Community geschrieben, also ein Rücksetzer gegen diesen Bereich. Was ist der Grund für diese Übertreibung auf der Oberseite? Der Grund findet sich in dieser gestrigen News hier, die über den Ticker gelaufen ist. Metas Facebook to use AMD-Chips in its Data Centers, beziehungsweise, ich gehe mal ganz kurz hier zurück. Da kann man es auch noch sehen. Und zwar hier ist nicht nur Facebook gewesen, sondern in dem Zusammenhang auch Microsoft to use new AMD Milan X Chips in Azure. Also auch die bewegen sich mehr und mehr in diesen digitalen Bereich. Und das korrespondierte gestern mit dieser Beschleunigung nochmal auf der Oberseite, die AMD da über 10% ins Plus befördert hat. Also eine starke Nachfrage, auch nach den von AMD sowieso schon sehr hochwertigen Produkten und dem jüngsten Run, der hier stattgefunden hat. Also AMD ist ja nach seinem Ausbruch auf neue Allzeithochs, das war Ende Juli, hier
durchaus stark bullischer Kandidat und hat diese Bewegung jetzt nochmal mit neuen Allzeithochs beschleunigt. Wie gesagt, sollte es mal zu einer kurzen Verschnaufpause kommen, würde ich diesen Bereich um diese Trendlinie hier näher betrachten. 144 scheint mir da durchaus interessant, kann mir durchaus sehr realistisch vorstellen, auch in dem jetzt saisonal günstigen Fenster, dass so ein relativ starker Titel wie beispielsweise eben der AMD in dem Zusammenhang eben weiteres Potenzial auf der Oberseite sieht. Die haben auch meines Wissens nach, hatten die recht starke Earnings veröffentlicht? Ich will mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel. Einen Augenblick, dass die noch Earnings releasen. Ja, hatten aber jüngst Earnings veröffentlicht, die recht stark waren. Das war hier im Oktober. Da hatten wir sehr, sehr starke Earnings. Tatsächlich, ja, genau. Ich erinnere mich, das war auch mit einer nochmal der Treiber hier für kurzzeitig neue Hochs, kurzer Pull-in und dann nochmal die scharfe Beschleunigung. Ja, also AMD auf jeden Fall ebenfalls ein potenzieller Kandidat. Auch da gilt es so ein bisschen erstmal abzuwarten. Natürlich Eröffnung, vielleicht gibt es einen kleinen Flash zur Eröffnung. Dieser Bereich hier, 148, wird schon mal sehr, sehr interessant. Gegen den könnte schon bereits Nachfrage reinkommen. Sollten wir unter die 148 rutschen und uns unterhalb stabilisieren, wie gesagt, 144, diese übergeordnete Trendlinie, dann eventuell für ein Longplay, wo man dann auch ein ganz klares Ziel verfolgt, nämlich neue Hochs zu sehen, also über die gestern markierten 154er Hochs. Darüber hinausgehend, wenn wir scheitern, tiefes Hoch ausbilden, dann haben wir eventuell einen Grund, aus einer aufgebauten Long-Position dann hinaus zu skalieren, das heißt vielleicht zu halten, dann nochmal zu warten, ein bisschen Geduld zu zeigen, ob der Breakout stattfindet, da können wir nochmal aufbauen. Aber alles in allem wäre auf jeden Fall hier in solch einem Pull-in, ausgehend von der jüngsten Stärke, erstmal AMD ein Long-Kandidat meiner Einschätzung nach. So, ja, das zu AMD. Also Allzeithochs bei Roblox, Allzeithochs bei AMD, Allzeithochs, wenn wir schon dabei sind, Allzeithochs bei Bitcoin. 68.000, Tendenz steigend. So, ich hatte gestern, ich mal kurz gucken, wir hatten die Konsolidierung unterhalb zum Thema gemacht, ne? Kann das sein? Wenn ich das richtig jetzt noch in Erinnerung habe, ich glaube hier, ne? Diesen Bereich hatten wir zum Thema gemacht. Ich guck mal ganz kurz die Uhrzeit. Ach da. Oh. Oh. Kurz mal gucken. Ich glaube ja, ne? 64.900. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Also ich glaube aber, wir hatten ein Szenario skizziert, wo wir uns knapp unterhalb hier konsolidierend der Allzeithochs gezeigt haben, mit einem Breakout-Trade auf der Oberseite. Und der ist es dann auch tatsächlich geworden. Also wir können es an der Stelle eben sehen. Stop an der Stelle 64.9, vielleicht ein Stück weit höher, dann könnten wir auch das Nachmittagstief nehmen und heute Nacht eben dann entsprechend der Breakout. 66.7, da sind wir. Ja, so bei 1500, 1600 Dollar, US-Dollar Risiko. Und auf der Oberseite gehen wir eben jetzt nicht nur auf neue Allzeithochs, sondern sicherlich dann auch auf die 70.000er-Region erstmal als rundes Level. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass die Devise jetzt hier erneut durch den jüngsten Ausbruch eben potenziell bei The Dip eben tatsächlich lautet. Also der Run hält hier an. Und wir wissen auch, dass solche sehr steilen Strukturen sich sehr, sehr lange fortsetzen können. Auch hier wieder jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Ja, 67.600, 67.500, so diesen Bereich als potenziellen Stop. Wenn wir einen Breakout-Trade auf den Weg bringen bei 66.480, ja, 66.5, das sind ungefähr 1.000 US-Dollar am Risiko, ungehebelt. Wenn wir auf die 70.000 gehen als Ziel, CAV ein bisschen durchwachsen, allerdings muss ich auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass die 70 nur ein Zwischenziel ist, also als psychologischer Widerstand eventuell fungiert und dass wir dann darüber hinausgehend nochmal eine schärfere Squeeze eben sehen, die uns deutlich tief über die 70 eben tatsächlich führt. Also das heißt, im Pokern würde man von sogenannten Implied Odds sprechen. Also das heißt, das, was da implizit noch an Stärke hier aus diesem jüngsten Lauf sich abzeichnet, ist eventuell um ein Vielfaches höher als das, was wir auf der Oberseite sehen. Infolgedessen glaube ich, wäre solch ein Breakout-Szenario hier 66,4 mit engem Stop unterhalb dieser Konsolidierung, in dem Fall eben der heutigen Tagestiefs, wäre das, glaube ich, dennoch ein ziemlich vorteilhaftes CAV-versprechendes Setup, welches wir hier eben tatsächlich anstreben könnten. Ja, das war es eigentlich schon zu Bitcoin. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also die Devise, wie gesagt, aktuell ganz klares Breakout-Trades begünstigendes Umfeld bei The Dip, wobei eben der Dip an der Stelle, ja, müssen wir eben abwarten, ob dieser überhaupt eben tatsächlich stattfindet. Sieht eher danach aus, als wenn wir hier so diese Beschleunigung auf der Oberseite sehen, Konsolidierung seitwärts, Anlauf nochmal dieser Trendlinie, nochmalige Beschleunigung auf der Oberseite. Das ist, wie gesagt, eher ein Breakout-Ansatz begünstigendes Umfeld eben. Auch bei Gold könnten wir kurz vor einem starken Ausbruch auf der Oberseite stehen.
Also, wir bekommen jetzt aktuell eine sehr interessante Konstellation zu sehen. Also wir sehen, diese Charts, die überlappen ja ineinander. Deswegen, also dieser rote Kasten hier ist offensichtlich der rote Kasten aus dem Daily Chart, diese starke Widerstandsregion, die wir seit geraumer Zeit schon zum Thema gemacht haben. Und das, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist auch hier für Breakouts potenziell unglaublich interessant, weil du nämlich an der Stelle Level hast, gegen die du potenziell riskieren kannst, in Erwartung, dass es zu einem Break höher kommt, der sich dann auch deutlich beschleunigt, ausgehend von der Signifikanz dieser Region. Also, das heißt, wir arbeiten jetzt mal kurz aus dem Daily uns in die untergeordneten Zeitebenen vor. Wir sehen einen klaren Bruch dieser Abwärtssequenz hier. Der kann gebrochen werden. Dann kommt es nochmal einen kurzen Pullen, der sich allerdings hier mit dem Ausbilden eines höheren Tiefs eben bestätigt. Wir stoßen in diesen Widerstandsbereich jetzt vor und konsolidieren jetzt. Also ganz eng an der Stelle. Wir bereiten im übertragenen Sinne einen bullischen Breakout über dieses Niveau im übertragenen Sinne vor. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch diese fundamentalen Katalysatoren haben, Erzeugerpreise heute bzw. morgen die Inflationszahlen, die dann, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, sollten sie, wie meinerseits erwartet, eigentlich über der Erwartung veröffentlicht werden und dann die Realverzinsung hier besonders auf 10 Jahre negativer gestalten, dann ist das eben durchaus einer der Gründe, der dazu führt, davon auszugehen, dass es eben entsprechend einen bullischen Drive über diese Niveaus eben gibt, einen deutlichen bullischen Breakout, der auch fundamental getragen wird. Und wo sich natürlich jetzt dann so ein bisschen die Frage stellt, na, wie würden wir das denn optimal an der Stelle eben traden wollen? Und ich würde an der Stelle sagen, spätestens hier, dieser Bereich unterhalb der gestrigen Tiefs, das ist so die Region um 1811 ungefähr, was übrigens auch hier dieser Breakout-Region entspricht. Also, dass wir diesen Bereich haben, nicht nur brechen, sondern auch halten können, das ist nochmal ein zusätzlich bullisches Signal. Das sind die Hochs, die wir am 22. bzw. 25. und hier 28. Oktober ausgebildet haben. Das wäre auch potenziell mein Level, gegen das ich hier riskieren würde. Also, das heißt, bei 810 ungefähr liegt mein Stop und dann trade ich aus der aktuellen Region mit $15 Risiko ungefähr ungehebelt hier entsprechend den Bruch jetzt auf neue Tageshochs. Das sind 8,27 vielleicht und gehe davon aus, dass wir hier diese Widerstandsregion rausnehmen und dann weiteres in den nächsten Wochen bullisches Momentum aufnehmen, was uns in Richtung 1910 US-Dollar pro Feinunze, also Bereich eben Juni-Hochs führt, beziehungsweise sogar dann vielleicht sogar in Richtung der Jahreshochs führt, die ziemlich genau zum Beginn des Jahres hier im Januar markiert worden sind, verlaufend um 1950 US-Dollar pro Feinunze. Also hier zeichnet sich ebenfalls ein potenzielles Breakout-Szenario eben tatsächlich für Gold ab. Und ich sehe Gold an der Stelle so lange bullisch, wie wir hier oberhalb von 8,10, 8,11, 8,12, also den Bereich um die Tiefs, die gestern früh sich hier herauskristallisiert haben, eben stabilisieren kann. Silber ebenfalls eine sehr interessante Konstellation. So. Die Trendlinie kann hier auch erstmal zunächst gehalten werden. Das sieht jetzt hier auf der 5 Minuten eben nicht ganz so schön aus. Also, wir stehen kurz davor, wieder diesen Bereich auch hier, starke Widerstandsregion 24,70, 24,80 anzulaufen. Auch da Edelmetall, Zinsmarkt als Impulsgeber. Wir haben diese fundamentalen Treiber, wie gesagt, Erzeugerpreise bzw. Verbraucherpreise. Bedeutet etwas anders formuliert, sollten wir hier diese Überraschung auf der Oberseite sehen, steht eigentlich diesem bullischen Break nicht viel im Weg und dann dürfte der Weg in Richtung auch der 25er Region, das ist genau. Der 25er Region eben tatsächlich geebnet sein. Ich habe bis jetzt meinen Fill auf meinen Trade nicht gekriegt. Ich habe mein Limit ein bisschen nach oben angepasst. Ich hatte ja ein Limit auf die 24 gelegt. Gestern schon. Ja, hier. Ja, ziemlich genau. Auf die 24, der ist nicht angelaufen worden. Wir sind tatsächlich eher nach oben weggedriftet. Habe jetzt mein Limit ein wenig angepasst. Auf die 24,20 ist es 24,22, glaube ich. Ist bis jetzt auch nicht geholt worden. Leider. Knapp daneben. Ist aber auch vorbei an der Stelle. Mal gucken, ob der Trader-Gott mit mir noch gut meint. Also ich lasse das Limit liegen. Ich hoffe mir vielleicht auch, erhoffe mir in gewisser Form so ein ähnliches Szenario wie dieses kleine Flashout-Szenario hier auf die Non-Farm-Payrolls letzte Woche Freitag mit so einem kurzen Peaks auch unten. Der holt mein Limit dann, würde ich mir wünschen an der Stelle. Und dann so ein schönes Aufdrehen wie letzte Woche Freitag. Stop der ganzen Angelegenheit liegt unterhalb der 24. Also das heißt, ich möchte unterhalb von 24 möchte ich nicht mehr Short sein. Das entspräche dann auch einem Ausbruch aus diesem Trendkanal beziehungsweise hier unter diese Trendlinie, was dann auch das Bild deutlich eintrüben würde. Ja,
Das an der Stelle eben tatsächlich zu Silber. Also sowohl Gold als auch Silber heute, wie gesagt, potenzielle Breakout-Kandidaten, sofern die Erzeugerpreise eben diese Erwartungshaltung erfüllen mit dem Push auf dann höhere Hochs an der Stelle. Und ja, nunmehr wäre es das eigentlich im Großen und Ganzen, wäre es das tatsächlich gewesen. Also wir können noch mal kurz einen Blick hier auf die Wiesen werfen. Struktur ist weiter abwärts gerichtet. Hier in dem Fall, also bis jetzt wird kein weiterer bärisches Momentum aufgenommen. 1,15 kann bis dahin jedenfalls gehalten werden. Ich möchte dennoch weiterhin nur ungerne Euro haben. Also das bedeutet etwas anders formuliert, selbst wenn die Aussicht auf eine zügige Aufhellung seitens der US-Konjunktur beziehungsweise ein prosperierender Ausblick für den US-Dollar sehr großzügig anmutet und ich sagen muss, ich kann auch sämtliche Skepsis in Bezug auf den US-Dollar eben nachvollziehen, muss ich sagen, mein Ausblick für den Euro ist noch einmal Vielfaches schwacher an der Stelle, einfach dahingehend, dass ich erwarte, dass wir eben früher oder später hier massive Schwierigkeiten sehen werden, ja, die infrastrukturellen Probleme, die man über Jahre hinweg im Grunde genommen provoziert hat, dass diese eben sich dann widerspiegeln werden in massiven politischen Instabilitäten, beziehungsweise eben da auch in geldpolitischen Verwerfungen, die den Euro stärker unter Druck bringen können. Diese aktuellen Entwicklungen, diese sozialistische Tendenz, die man über den gesamten europäischen Kontinent sich erstrecken sieht, dieses auch Unterdrücken der Bevölkerung in einigen Bereichen, potenzielle Desinformation, die eben vorangetrieben werden, beziehungsweise Zurückhalten von Informationen, Unterdrücken bestimmter Bevölkerungsgruppen und dergleichen. Das sind klassische Zeichen eines bröckelnden Systems, welches immer mehr Druck aufbaut und wo sich der Topf nur noch eben durch entsprechende Repressalien auf dem Topf, der Deckel auf dem Topf halten lässt. Das ist kein besonders guter Ausblick für die zugrunde liegende Währung. Also in dem Zusammenhang, auch wenn der Vergleich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sicherlich hinkt, aber man sollte dort in dem Zusammenhang werfen einen Blick ja auch mal auf die Türkei und die dortigen Entwicklungen über die letzten Jahre, die massive Abwertung der türkischen Lira auf breiter Front, sei es gegenüber dem Euro oder sei es gegenüber dem US-Dollar. Das war allerdings weniger, weil der US-Dollar oder der Euro so stark waren, sondern das war vor allem an erster Stelle dem Umstand geschuldet, hier. Das war sicherlich vor allem dem Umstand geschuldet, dass wir auch politische Unruhen gesehen haben. Getriggert wurde die damalige Schwäche sicherlich hier. Oh, Moment mal, ich muss ganz, ganz weit zurückgehen. Guck mal, von wo wir hier kommen. Also 2014 schon. Da gab es damals einen starken Ausbruch infolge Taper-Spekulationen und dergleichen. Und dann hat eben die türkische Lira durch die entsprechenden politischen Entwicklungen hier kontinuierlich Abgabedruck gesehen. Notiert jetzt hier bei fast 10. Also das heißt, in Anführungsstrichen sieht massiven Inflationsdruck. Das kann man sich ja auch entsprechend anschauen. Indicators, Countries. Und dann kann man sich hier mal die Inflation beispielsweise anschauen. Liegt bei 20%. Die letzten 25 Jahre. Inflationsdruck hat sich kontinuierlich aufgebaut ab 2015. Hier. Natürlich importierte Inflation ganz besonders. Parallel dazu können wir einen Blick werfen mal auf. Ein Moment. Goldreserven. Nicht ganz. Foreign Exchange Reserves. Mal gucken, finden wir die hier noch? Prices, Markets. Jetzt muss man ganz kurz mal gucken, unter was das geführt wird. Also eigentlich müsste es unter Geld geführt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da sind sie doch. Foreign Exchange Reserves. Also, wieder aufgebaut. Ja, die Fremdwährungsreserven an der Stelle sind allerdings seit 2015 kontinuierlich geschmolzen. Das Aufbauen hier, ich muss an der Stelle sagen, eventuell auch dem Umstand geschuldet durch Corona und dergleichen und der zur Verfügungstellung entsprechend eben der Liquidität dann besonders seitens der vielleicht den USA an dieser Stelle. Also ich bin durchaus geneigt an der Stelle zu sehen, dass da der Aufbau dieser Fremdwährungsreserven eventuell durch ein Zuhilfekommen entsprechender
Handelspartner vielleicht getriggert worden ist. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir sehen kontinuierlichen Niedergang eben der Währung in der Türkei. Es ist nicht der erste, also das muss man an der Stelle auch sagen. Aber nichtsdestotrotz zurückkommt beispielsweise auf die Treiber für diese Abwertung der türkischen Lira, muss man an der Stelle sagen. Auch wenn der Vergleich in gewisser Form hakt, man ein bisschen vorsichtig sein sollte, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber in Bezug auf den Euro bin ich nicht sonderlich positiv durch die jüngsten Entwicklungen, die stattfinden. Und dieser Druck, der dort aufgebaut wird, auf, wie gesagt, bestimmte Bevölkerungsschichten, der deutet ganz klar darauf hin, dass wir hier offensichtlich vielleicht die Zielgerade in Bezug auf den Euro eingeleitet haben. Also ich will kein Reiter der Apokalypse sein, aber ich bin bezüglich der weiteren Entwicklung des Euros sehr, sehr skeptisch. Und deswegen muss ich gestehen, also das ist ein sehr global makroökonomisches Bild an der Stelle sicherlich, aber ich muss gestehen, ich möchte den Euro ungerne eben tatsächlich als Hauptbestandteil meines Portfolios eben haben. Sehe da eher Investments in beispielsweise im US-Dollar, auch in Gold oder beispielsweise vielleicht dann auch teilweise in Kryptos. Ethereum oder beispielsweise auch teilweise Bitcoin. Ich glaube, das ist eine breite Streuung, da ist man relativ gut tatsächlich aufgestellt oder sollte besser aufgestellt sein, als sich eben hauptsächlich in Euro-Cash-Reserven beispielsweise wiederzufinden. Ich glaube, das ist kein guter Hafen und ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten 6 Monate hier noch einiges an Turbulenzen eben zutage fördern, dass das eventuell hier, also auch das kontinuierliche Stabilisieren unterhalb dieser 1,16er-Marke, dass das vielleicht hier ein deutlicheres Signal für ein noch zu erwartendes Leg-Down ist, welches uns dann früher oder später sehr deutlich unter die 1,10 eben führen könnte. Also so mal zumindest meine persönliche Einschätzung in dem Zusammenhang, ganz besonders in Bezug auf den Euro. Und ja, das wäre es soweit meinerseits erstmal gewesen. Also, kurze Zusammenfassung. DAX 16.100 dürfte der Deckel zunächst drauf sein, abhängig von den US-Märkten, ob es dort eben einen Schub gibt, der uns über dieses Niveau erhöhten Short Open Interest oder Short Call Open Interest auf der Oberseite führt. Ich gehe eher davon aus, dass wir weiterhin zwischen 15.9 bis 16.1 eben pendeln dürften. Erzeugerpreise heute Nachmittag 14.30 Uhr im Mittelpunkt des Geschehens als Indikation für die morgen anstehenden Inflationszahlen. Realverzinsung in dem Zusammenhang potenziell noch negativer zu erwarten, sollte eine Überraschung auf der Oberseite stattfinden. Bullischer Breakout in Gold bzw. Silber. Einzeltitel, wie gesagt, denke ich, dass heute Roblox bzw. AMD, Peloton und PayPal interessant sein könnten. Weitere Titel natürlich, wenn wir schauen, sollten sich da jetzt noch welche in meiner Timeline eben zeigen, will ich es auf jeden Fall in der Discord-Community teilen. Und ja, soweit meinerseits. Dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag. Happy Trading, passt auf eure Stops auf und wir hören wieder voneinander morgen 10:30 Uhr am Mittwoch dann, den 10. November 2021. Gemeinsam mit Markets, ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.